Willkommen zurück bei TAF. Es ist ja bald Wochenende und wenn Sie eine perfekte Party planen, wie wäre es denn mal mit einer echten Holland-Fete? Ole, ole, ole. Schön. Super. Bin ich dabei. Ja? Ja. Dann braucht man logischerweise dafür ein bisschen karibische Atmosphäre. Natürlich. Und auch ein Piratenschiff. Nee, ist klar. Die perfekte Party Spezial. Vier Promis veranstalten eine Party ganz nach ihrem Geschmack. Ziel ist es, die Gäste zu überzeugen und möglichst viele Partylöwen zu gewinnen. Gastgeber sind Popstars-Gewinner Markus Grimm von Nu Pagadi, Preluder-Sängerin Rebecca Miro, Sascha Schmitz von Room 2012 und DSDS-Finalistin Rania. Partyprofi Michael Ammer bewertet die Promis aus sicherer Distanz. Bisher bekamen Markus, Rebecca und Sascha jeweils 9 Partylöwen. Zuletzt tritt heute die 22-jährige Rania an, um ihre perfekte Party zu organisieren. Bei DSDS wurde die süße Holländerin für ihr schrilles Aussehen und die rauchige Stimme vom Publikum geliebt. Heute bastelt Rania nicht an der Solokarriere, sondern an der perfekten Party. Mein Thema für heute Abend ist eigentlich Caribbean Love Boat. Das Essen dazu, was ich jetzt gekauft habe, gehört da nicht wirklich zu, weil es ist nämlich Käse. Aber das ist, weil ich so, ja, ich komme von Holland und ich liebe Käse. Es wird also eine karibische Käseparty. Etwas komisch, aber mit Emmentaler und Gouda bewaffnet geht's ab aufs Caribbean Love Boat, das eigentlich ein Piratenboot ist. Wie ihr seht, ist hier ein ganz wunderschönes Schiff. Meine Freunde haben schon geholfen mit all Deko, das konnte ich ja alleine gar nicht schaffen. Gut, dass geholfen wurde, denn das Party-Trio Markus, Rebecca und Sascha ist schon im Anmarsch. Vor allem Markus, stilsicher im karibischen Bademantel. Ich habe mich bepisst vor Lachen, als ich den mit seinem komischen Bademantel, den er wahrscheinlich in irgendeinem Drei-Sterne-Hotel geklaut hat, als ich den da herankommen sehe. Rania ist etwas kränklich, trotzdem will sie ihren Gästen eine super Party bereiten. Jetzt zeige ich euch mal das Boot. Komm mal drin, bitte. Und ab geht's mit der Karibik-Party. Sascha räumt sofort den Dancefloor auf und auch Markus und Rebecca haben einen Platz gefunden. Also ich habe meinen Platz für heute schon gefunden, außer Tresen nichts gewesen. Nein, Quatsch. Also ich fühle mich hier echt schweinewohl. Das ist halt ein Schiff, kenne ich mich hiermit aus, bin ich drauf aufgewachsen. Ich bin jetzt aber hier nach hinten gekommen, weil mir wirklich arschkalt ist. Ich bin ja wirklich von Natur aus schon eine Frostbeule. Und so diese Schiffsachen und Kälte, das ist eigentlich nicht so mein Ding. Deswegen muss ich mich mal ein bisschen aufwärmen an der Heizung. Die Rebecca war mal wieder so eine kleine Spaßbremse, weil es vielleicht ein bisschen kalt war. Da tanzt man sich warm und gut ist die Sache. Zeit für die Gastgeberin, ein Partyspiel zu machen. Jetzt kommt Liebe ins Spiel. Wir fangen jetzt an mit das erste Spiel. Was gehört zur Liebe? Ja. Küsse. Küsse. Aha. 20 Sekunden, um so viele möglich Leute auf die Wangen zu küssen. Hier auf dem Boot. Hübsch angemalt kann die wilde Knutscherei ja beginnen. Besonders Sascha und Rania legen sich ins Zeug. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nur wer hat in dem Chaos eigentlich gewonnen? Ja, ich weiß nicht, wer gewonnen hat, aber ich finde, wir alle gewonnen haben, weil wir haben alle so viel Liebe betont. Da geht's hier um auf den Love Boat. Das Partyspiel mit dem Küssen fand ich sehr lustig. Ich habe noch nie so viele Männer geküsst, auch auf die Glatze und so. Und jetzt hat Rania noch eine Überraschung. Sie will für ihre Gäste live performen. Ja, liebe Gäste, sind wir jetzt am Ende der Party gekommen. Haben wir noch das letzte Höhepunkt, hoffe ich, dass es euch gefällt. Das ist nämlich meine Single, Crying on the Cover. Und weil die kränkliche Rania nicht singen kann, überlässt sie den Job lieber dem Vollplayback. Für ihre Gäste etwas befremdlich. Also ich fand das Highlight jetzt aber nicht so prall. Also nicht, dass der Song nicht schön wäre, aber als Highlight hätte ich mir eher sowas gewünscht wie ein Partyspiel nochmal. Es war eine tolle Party und hat ein besseres Highlight als Abschluss verdient. Ich denke, dass diese Party besser ist als die andere von den anderen Leuten. Das ist nicht wegen mir, aber es ist wegen der Location, weil die ist wirklich schön. Und wie fanden die anderen Promis die Caribbean Party mitten im Winter? Wenn sie im Sommer gewesen wäre, wäre ein bisschen besser gewesen. Es war nämlich kalt
und an dem Tag warst du auch krank und konntest dich nicht so um deine Gäste kümmern. Trotzdem bekommst du von mir 3 Löwen. Die Location war geil gewählt, ich durfte Kapitän sein. Das war ein richtiges Highlight, das Essen war lecker, die Leute waren cool drauf. 4 Löwen für dich und Ahoi. Sehr, sehr gut organisiert auf jeden Fall. Und ich hatte auch ein paar Leute, mit denen ich richtig abgehen konnte. Von daher kriegst du auf jeden Fall 4 Löwen von mir. Insgesamt 11 von 15 Partylöwen für Rania. Damit übernimmt die Holländerin klar die Führung. Aber noch ist nichts entschieden, denn morgen verteilt Partykönig Ammer ebenfalls Partylöwen und kürt den oder die Siegerin. Das hat wohl nicht allen Gästen gefallen.